Jetzt hast du dich natürlich ein bisschen spezialisiert. Du machst nicht einfach reine 3D-Visualisierung, sondern du hast deine Erfahrung als Industriefotograf genommen und festgestellt, Mensch, die Kunden haben ja alle schon die Daten. Erzähl uns doch mal da ein bisschen mehr zu. Also, ich sag mal, 90% meiner Arbeit basiert auf vorhandenen CAD-Daten. Viele Firmen haben da diesen Mehrwert noch nicht wirklich begriffen. Die haben eine eigene CAD-Abteilung, wo die 1000 Ingenieure da sitzen und irgendwie sich was Wildes Neues ausdenken. Und da liegt im Moment noch der Hase im Pfeffer, dass man diesen Datenpool benutzen kann, um Bilder oder auch Animationen zu erzeugen von Dingen, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Denn der Fotograf früher, der brauchte immer erstmal ein Teil, was er in die Hand nehmen konnte, da hinstellen konnte und sagte, buff, das fotografiere ich jetzt. Viele der Dinge, die ich visualisiere, die gibt es noch gar nicht. Wo der Kunde dann vielleicht sagt, Mensch, ich habe jetzt hier ein neues Spielzeugauto und möchte vielleicht meinen Händler erstmal fragen, wie findest du das? Könntest du dir vorstellen, dass du das verkaufen kannst? Und im dümmsten Fall ist dann lediglich das Geld, was man dem 3D-Heinz bezahlt hat, zum Fenster rausgeschmissen, weil man eben feststellt, das läuft nicht. Aber die anderen 100.000 Euro für die Maschine, für das Werkzeug und alles, das hat man sich gespart. Und da ist ein ganz großes Plus, CAD-Daten nutzen, um Bilder zu erzeugen, die so aussehen, als seien sie fotografiert, um sie für Marketing, Kataloge, Präsentationen und so weiter zu benutzen. Wie überzeugst du da die Kunden? Die haben ja im ersten, also das ist ja eher Maschinenbaukunden, die haben ja eher nicht so wirklich viel Erfahrung im 3D-Bereich. Wie überzeugst du sie? Und wie kommst du an die ran? Also es funktioniert eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise. Gib mir mal einen 3D-Datensatz von dir und ich schicke dir morgen ein Bild zurück. Und das guckst du dir mal an. Und wenn dir das gefällt, dann machen wir weiter. Und wenn nicht, da habe ich Pech gehabt. Zu 95% der Fälle macht man das dann zusammen. Schwierig wird es gerade jetzt bei uns, ne, ist man so ein bisschen im Sauerland, denkt man sich, gebe ich dem jetzt meine 3D-Daten oder nicht? Denn wenn ich dem die gebe, kann er ja nach China gehen und meine Maschine da hinten billiger bauen. Da unterschreibe ich andauernd irgendwelche Geheimhaltungserklärungen und so weiter, wo man Haus, Kind, Hof, Pferd und so weiter verpfänden würde, wenn man mit den Daten irgendwo hausieren geht. Das ist normal und das ist auch ein großes Plus von Kunden, die ich hier so habe. Es ist eine Vertrauensbasis. Wenn man dann einmal zusammenarbeitet, dann wissen die auch, Mensch, das, was der sagt, das stimmt. Und da kann ich mich darauf verlassen, dass der mit den Daten irgendwo nirgendwo anders hingeht. Und so baut sich das eigentlich auf. Aber einen Neukunden kriege ich, wenn ich denn noch einen brauche, immer so, gib mir mal einen Datensatz und ich schicke den Bild zurück. Und wenn es dir gefällt, dann machen wir das zusammen. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn du den Kunden so ein Proberendering machst, dann kannst du dich ja nicht total verkünsteln. Wenn du dann später den Auftrag bekommst, wo setzt du das Qualitätsmerkmal an? Wichtig ist, dass man, wie du gerade schon sagst, sich nicht im Detail verliert, sondern alles immer nur so gut macht, wie nötig. Man könnte immer jedes Bild noch irgendwie besser machen. Auch im Fotostudio früher hätte man immer noch eine Stunde mehr in irgendwie ein Licht oder noch einen Reflex und so weiter setzen können. Aber so viel wie nötig. Und wenn es 93% sind, aber nicht 100%. Die letzten 7% zu erreichen, würde in den meisten Fällen so viel mehr Aufwand bedeuten, die der Kunde aber gar nicht bezahlen will. Man weiß ja vorher, wenn man jetzt mit dem Kunden spricht, ich habe jetzt hier 20 Produkte und für jedes kriegst du irgendwie 100 Euro. Da muss ich ja sehen, wie ich in meiner Zeit das für diese 100 Euro pro Bild fertig kriege. Und wenn der Kunde hinterher sagt, geht das nicht noch schöner? Dann sage ich, ja, geht, aber wird teurer. Dann sagt er, okay, weiß ich Bescheid. Wir lassen es so, wie es ist, in den meisten Fällen. Also, so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich. Er hat aufgepasst, ne?